Hallo, hier ist Beatrice. Ich bin gerade in einem Hotelzimmer in London. Ja, ich war vor ewigen Zeiten schon mal hier, da habe ich noch keine Videos gemacht, also ich glaube vor so ungefähr 15 Jahren. Und jetzt bin ich zufällig dazu gekommen, hier einen Workshop zu machen, der morgen ist. Ein Intuitionsworkshop, da freue ich mich auch super drauf. Und heute bin ich extra einen Tag früher gekommen, damit ich mir nochmal die Stadt anschauen kann. Dadurch, dass ich hier schon mal war, weiß ich ja, dass es mir gefällt. Trotz Großstadt finde ich den Vibe von London für mich jetzt persönlich ansprechend. Und ich freue mich drauf, so ein paar schöne Orte wieder anzuschauen, die ich damals auch schon gesehen habe. So die typischen Sehenswürdigkeiten in der Stadt und ein paar schöne Kirchen. Und ja, ich möchte auch irgendwo, ich weiß noch nicht wo, eine Botschaft aufnehmen, empfangen. Wahrscheinlich in einer der Kirchen. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, wie das alles klappt und wie es dann da so ist. Ich bin leider extrem unfit heute, habe super schlecht geschlafen. Ich bin gestern angekommen. Ja, hier war es halt schon ein bisschen laut, obwohl ich ja mein Zimmer in den Hinterhof rausgeht, wie du gerade gesehen hast. Und naja, aber ich gucke mal, dass ich das Beste draus mache. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht so viel quatschen den Tag über, sondern dann hinterher nochmal ein Resümee machen und die Botschaft verkünden, die ich da vernommen habe. Falls eine kommt, kann man ja nie wissen. Bis später dann. Piccadilly Circus. Ich sag dir, der ist in echt wirklich viel kleiner, als man das so auf den Fotos immer meint. Die sind wahrscheinlich von ganz vom Boden aufgenommen. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht mit dem Bus in die Stadt. Und jetzt kann's losgehen. Das ist jedenfalls hier die St. Paul's Cathedral. Noch ein Bus? Oi. Ich habe aber beschlossen, ich gehe nicht rein. Es zieht mich jetzt gerade nicht so an und kostet auch 20 Pfund Eintritt. Was ich aber erst hinterher gesehen habe, nachdem ich beschlossen habe, nicht reinzugehen. Das heißt, es geht jetzt zur nächsten Sehenswürdigkeit. Ja, mich hat es jetzt an die Themse verschlagen. Da ist die Millennium Bridge mit der Fußgängerbrücke und da ganz hinten noch die Tower Bridge. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich es dahin schaffe. Das ist nämlich in die andere Richtung, als wo ich hin muss. Oder muss. Will. So, ich bin jetzt in der Temple Church und ich hoffe inständig, da ist offen. Da konnte ich nämlich letztes Mal nicht rein, als ich hier war in London. Die ist aus dem 12. Jahrhundert und die heißt Temple Church, weil die was von den Tempelrittern ist. Thank you.
So, jetzt gibt es mal noch einen kleinen Spaziergang durch den Park hier auf dem Weg zum Buckingham Palace. Das, was ich eben gezeigt habe, war die Westminster Abbey. Da wollte ich eigentlich echt unbedingt rein. Aber die Schlange war derartig lang, da hatte ich keinen Bock drauf. Zurück im Hotel. Ich wollte mir noch ein Resümee des Tages machen. Also insgesamt gesehen hat es mir super gut gefallen. Ich habe es mir vorher ja schon gedacht, weil ich war ja schon mal hier, aber ich fand heute auch wieder den Vibe von London einfach für mich total angenehm und schön. Klar war es in der Stadt doch ziemlich stressig, auch mit den ganzen vielen Leuten da, Touristen und auch die anderen, die da alle rumwuseln. Aber ich finde einfach so diesen englischen Vibe sowieso total angenehm. Ich fühle mich hier echt richtig wohl. Und ich habe ja auch das meiste von den Orten, die ich sehen wollte, gesehen. Und es war ja auch klar, dass das so ein bisschen mehr im Vorbeigehen ist. Und in der Temple Church habe ich ja auch eine Aufnahme gemacht gehabt, eine intuitive. Nur so ganz schnell zwischen Tür und Angel, weil da war natürlich überall viel los. Also richtig runterkommt man da in der Stadt ja jetzt auch nicht. Ja, und die Botschaft also, von die ich da in der Temple Church empfangen habe, die ging darum, um die eigene Bestimmung. Und zwar hat man ja oft so Angst, der Bestimmung zu folgen. Also du vielleicht nicht, ich weiß nicht, aber bei mir ist es so. Ich weiß zwar irgendwie, es geht in die Richtung, aber ich habe irgendwie total Angst und Ängste auf verschiedene Art, warum auch immer. Und bin da am Zaudern und Machen und Tun und komme auch irgendwie nicht in meine Kraft. Und dort in der Kirche ist mir einfach wirklich klar geworden, ich muss in meine Kraft kommen. Das ist absolut wichtig für mich. Und es geht aber nur, wenn ich sozusagen diesen, ja, göttlichen Auftrag, klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Also dieses, was durch mich wirken will und was ich in die Welt bringen will, wenn ich dazu auch stehe und diese Ängste einfach mal, ja, am besten bearbeite natürlich, anschaue, auflöse, wie auch immer, sodass sie dann halt einfach nicht mehr da sind. Weil sonst trete ich auf der Stelle, sonst bin ich in der Sackgasse und ja, das bringt dann auch keinem was. Das bringt mir nichts, weil ich mich dann schlecht fühle. Und naja, den Menschen, die ich vielleicht helfen könnte, bringt es natürlich auch nichts, wenn die nicht merken, dass ich da bin. Das heißt, es geht darum, sichtbar zu werden und auch dazu zu stehen und auch jetzt nicht so viel Angst vor einer gewissen Verantwortung zu haben, die man dann hat, weil eigentlich hat man die nicht. Eigentlich kann man alles so in die göttlichen Hände legen, in die Hände des Universums, der Unendlichkeit oder wie auch immer man das nennen will, die dann so diesen kreativen Fluss, das ist ja auch was Kreatives, also auch das, was ich mache, so dieses, die Intuition und die Readings und diese Channelings, das ist ja auch was Kreatives für mich. Und das einfach fließen zu lassen, ohne jetzt mir da viel zu viel Verantwortung einzubilden, sondern das geht einfach seinen Fluss und seinen Gang und hat seine Richtigkeit alles und dem kann ich einfach folgen. Ja. Ich habe morgen ja noch den Intuitionsworkshop. Das mal gucken, ob sich das Thema für mich dann auch noch weiter spinnt. Ich werde das Video jetzt allerdings beenden. Ich denke nicht, dass ich morgen noch groß zum Filmen komme, wenn ich beim Workshop bin. Und deswegen sage ich dir mal schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich werde wahrscheinlich bald ein altes Video auch noch einstellen von Paris. Weil ich finde, es passt jetzt einfach dann ganz gut. Erst London, dann Paris. Und dieses Video war jetzt aber ein aktuelles. Das wollte ich ja immer mal dazu sagen. So, dann also bis zum nächsten Video. Tschüss!